Hey! Ah, da ist er. Ja, da ist er. Jetzt gibt's hier, ich muss die Kappe so tragen, weil ich original der Scheinwerfer mir so ins Gesicht ballert, dass ich nichts mehr sehe. Deshalb mache ich das jetzt so. Und jetzt sage ich mal herzlich willkommen. Jetzt geht's los hier mit einer nagelneuen Ausgabe, Almost Daily, mit einem fantastischen Besetzung. Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily. Heute mit Lars. Das ist richtig. Und Andreas. Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Hey. Ja, mein Name ist Marc Lehmann und wir legen heute richtig los hier, oder? Ja. 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 Hast du Bock? Ja. Es ist schon krass, wie der Scheinwerfer reinballt. Wenn ich es absehe, dann sehe ich komplett nichts mehr vom Raum. Das ist, glaube ich, so etwas, was du auch so gerne bei so Arztbesuchen so im Vaterraum so erzählst. Und nochmal so laut Scheinwerfer auch sagst und sowas. Kennt ihr das, wenn die Scheinwerfer einblenden? Ja. Es ist auch nicht wirklich eine Scheinwerfer, es ist eine Maglite, die mir an die Decke getaped ist. Es ist also eigentlich eine Softbox, die man bei eBay Kleinanzeigen gekauft hat. Du wolltest ja unbedingt über Schule reden und ich erinnere mich gerade an eine Szene im Schultheater, wo der Unterstufentheater, eine Stufe unter uns, Oberstufentheater, und dann wirklich erste Szene, Auftritt, Hauptdarsteller, Jüngling, der schönste Junge der Klasse, langen Monolog, ja, alle Frauenherzen kann er verzaubern, tritt auf die Bühne und der Scheinwerfer ballert ihm komplett ins Gesicht und er macht den kompletten Monolog, wirklich blinzeln, zwinkern, sieht gar nichts, stolpert über die Bühne. Und das war sein großer Auftritt, wo er sich lange darauf vorbereitet hat. Und immer wieder muss ich an diesen armen jungen Mann denken, der denkt so, jetzt ist mein Moment, jetzt kann ich's, jetzt hole ich mir den Applaus. Und er tritt auf die Bühne und sieht nichts. War das irgendwie ein Feind von dir oder sowas? Du erzählst es mit so einer gewissen... Naja. Ich lese da so ein bisschen, so ein bisschen im Blick. Das würde mich mal interessieren. Wir haben hier schon häufiger drüber geredet, aber natürlich immer in wechselnder Besetzung. Deshalb weiß ich das nicht von allen. Aber wie war denn euer Schulleben so? Was denn? Weißt du, das Thema von Donny kam eigentlich. Ist doch ein interessantes Thema. Also ich, mich würde es mal interessieren, du warst bestimmt irgendwie so der coole Highschool-Jock, der irgendwie Captain des Football-Teams. Was hat's verraten? Meine Muskeln? Und dann irgendwann hast du dir gedacht, so, ach, ich habe keinen Bock mehr, immer nur auf den Sport reduziert zu werden. Ich gehe jetzt in Richtung Comedy und ich esse jetzt Pudding Kunst, mehr. Ich esse nur noch Pudding. Diese großen Pudding-Dinger. Und Donny, du warst ja quasi ein Immigrantenkind. Ja, stimmt. Bist du mit 11 nach Deutschland? Nein, früher, mit 8 oder so. Ah, mit 7 oder 8. Ja. Aber ich bin ja dann, also es kommt ja darauf an, welche Schulzeit du meinst. Also die Grundschulzeit oder halt so Gymnasiumzeit? Ich überlege gerade, was wohl die. Das sind bei mir ja komplett. Das ist ja zwei, ich glaube wahrscheinlich Paradigmen. Eher so die Pubertät, so, wo man so die Pubertät erlebt hat und wie. Ja, ich glaube, das ist bei mir relativ. Das erkennt man auch an meiner Art, wie ich heute bin. Also, es ist genau das, wie man sich's vorstellt, glaube ich. War sehr frech in der Schule und habe sehr viele Einträge und Tadel und sowas bekommen und bin ja von der Schule geflogen, auch in der 8. Klasse. Wegen zu viel Quatsch bauen halt. Ne? Also, nicht wegen einem großen Delikt, das Haus vom Oberlehrer mit Toilettenpapier und oh, jetzt fliegt man. Nein, sondern ganz viele kleine Toilettenpapierrollen übers Jahr verteilt, im metaphorischen Sinne. Und sehr viel halt, ich war sehr frech und sehr Klassenklaut. Ja, Klassenklaut auf jeden Fall. Du? Ich weiß es gar nicht so. Ich hatte so ein paar lustige Freunde. Ich glaube, das ist immer so der Moment, wo es Klick macht, wenn man einen anderen trifft, der lustig ist und man einfach sagt, so, okay, ich bin nicht alleine, endlich läuft's. Und hier und da schon Tadel. Aber es war doch immer diese, zum Beispiel im Englischunterricht habe ich immer mit meinem Kumpel auf Englisch geredet. Wir haben immer auf Englisch Gags gemacht. Mhm. Und dann hat die Lehrerin uns immer aufgerufen und gesagt, ja, freut mich schon, dass ihr auf Englisch mitmacht, aber halt ein bisschen leiser. Ja. Und wir haben halt dann leiser weiter Gags gemacht. So. Weil da kann man dann als Englischlehrerin nichts sagen. Weil das, und wir waren auch recht gut. Und einfach da, glaube ich, kann man sich nicht mehr wünschen als Lehrerin. Ja. Und deswegen war das immer so ein bisschen unser Kniff, dass wir trotzdem einfach labern konnten, ohne Ärger zu bekommen. Ja, bei mir war das aber auch, muss ich auch dazu sagen, auch so, weil ich ja eigentlich selber schuld bin, weil ich jetzt selber sozusagen den Leuten das Image vorweggenommen habe und gesagt, ja, was man halt denkt und so. Aber ich glaube, man könnte schon von mir ausgehen, wenn man mich so kennt, so wenn ich als Entertainer irgendwie Sachen mache, dass ich so ein Klassenclown war. Aber ich muss dazu sagen, ich war jetzt nicht der, der so auf Teufel komm raus ADS-mäßig unbedingt auf den Tischen getanzt hat und so immer die ganze Zeit so nur nerven wollte, sondern deswegen komme ich gerade drauf. Ich wollte schon immer einfach unter meinen Kumpels witzig sein. Ich war nur immer so der Typische, der immer gefangen wird. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich weniger gemacht habe als die, aber ich bin so ein bisschen auch so eine, ich glaube, meine Art und so, wie ich reagiert habe auf Lehrer, wenn sie mich ermahnen,
da war ich so ein bisschen rebellisch so. Und das konnten, deswegen war ich schnell auf dem Radar. Und andere haben es viel klüger gemacht. Die wollten genauso, weißt du, wir haben immer so Bilder gemalt, die dann geschickt, und dann muss man halt lachen. Und dann, wenn der Lehrer ja sagt, hör auf zu lachen, dann musst du ja noch mehr lachen. Und dann fliegst du mal raus oder so. Und da war ich schnell, bei neuen Lehrern immer schnell auf, so krass auf dem Radar. Okay, der ist mir zu frech, weil wie er reagiert und so. Und da habe ich es dann teilweise so ein bisschen verkackt. Und dann, irgendwann ist halt so, es war auch richtig schlimm, finde ich. Also macht die negative Seite da. Und am Schulsystem damals war das echt schwierig, finde ich. Weil ich hatte dann mal so auch neue Lehrer, ne? Und ich habe mir wirklich vorgenommen, ich mache jetzt bei denen nichts. Wollte ich gerade sagen. So wirklich mir wirklich vorgenommen, ein neuer Mathelehrer oder so. Ja, der Donny, ja, ja. Von dem habe ich schon. Und dann schon verkackt. Ja. Schon verkackt, wenn er das. Und original in der ersten Stunde, ah ja, der Donny, das, na, von dem habe ich schon viel gehört. Das ist so ein Magic Moment. Und dann bin ich aber auch, jetzt im Nachhinein betrachtet, weil ich jetzt älter bin. Und damals war ich jünger, das ist genau dieses Verhalten, was das befeuert, dass ich dann wirklich rebellisch bin und scheiße bin, weil ich denke halt so, fick dich mal so. Aber damals habe ich diesen Gedanken nicht. Deshalb habe ich zum Beispiel die Schule gewechselt, weil ich gemerkt habe, ich kann das Image, das ich mir leider auch hart erarbeitet habe, nicht mehr abstreifen. Ich war also so in der, von der 5. bis zur 10. Klasse oder so, ich wirklich der schlimmste Klassenclown und ich würde schon fast sagen Klassenchaot, also wirklich auch mit. Viele Leute verkaufen dann ja so immer ihre Schulzeit so als, ich habe den mit so einem Weinglas, ich habe den smarten Joke eingeworfen in die Klasse. Nee, so war ich weiß nicht, ich habe den fucking Schwamm an die Tafel geworfen und mich kaputt gelacht. Ja, ja. Ja, also wirklich einfach nur, der kommt sehr überraschend jetzt, den Assi-Humor, aber wirklich einfach alles Mögliche gemacht, um irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und den Unterricht teilweise auch einfach zu sabotieren, so, ja. Und so, und als ich dann älter wurde, habe ich dann irgendwann und auch reifer wurde, habe ich dann so gemerkt, ja, okay, es ist halt echt auch ein bisschen nicht mehr so geil und auch nicht so lustig und die Lehrer haben auch entsprechend reagiert und dann wollte ich das auch so abschreiben. Dann kam genau das, dass irgendwie ein Lehrer reinkam und sagte, ach ja, Etienne, von dir wurde ich ja schon gewarnt. Ja. Und das war dann sowas, wo du echt, das hat dir richtig wehgetan. Ja, ja. Weil du gedacht hast, okay, ich wollte, neuer Lehrer war auch immer so ein Clean Sheet, ein neues Blatt, ich will jetzt hier vielleicht jetzt mal seriös rangehen und dann warst du aber schon gebrandmarkt, da habe ich tatsächlich dann die Schule gewechselt, bin in die neue Schule und dann hat die Lehrerin damals gesagt, so, von denen haben wir schon viel gehört. So ungefähr, die hat gesagt, sie glauben, sie wechseln hier von der Musterschule auf die Bettinerschule, weil hier das heißt, das Abi leichter ist, dann werden sie sehen, was hier, wie leicht es hier ist. Und du siehst nur so den Schwamm. Genau. Ja, genau. Aber hat man dann Schwämme an der Baumschule oder wie ist das eigentlich auch so? Ist eigentlich ja, dann bin ich wieder zurückgewechselt auf die alte Schule, was? Ich erinnere mich zurück. Bist du wirklich? Ich war merkwürdigerweise sehr engagiert in der Schule. Ich erinnere mich kaum noch an den Unterricht, aber ich war in hunderten AKs und Wahlfächern. AKs? Ja, Arbeitskreis. Das und dieses AG. Ich war im AK Theater, AK Film, Kochen. Ich hatte freitags nach der Schule, Alter, bin ich noch in die Hauptschule gegangen. Da hatte ich AK vom Gymnasium bin ich in die Hauptschule gegangen, um da noch Kochunterricht zu machen. Rückblickend Freitagnachmittag. Ja, das ist ich Gott. War im Go-Kurs, ich war im Schachkurs, ich war im Philosophie-Wahlkurs. Das würde mich mal interessieren. War das all solche Sachen? War das auf dem Land oder in der Stadt? Ja, so eine Kleinstadt. So ja, weil ich glaube wirklich, das ist so ein Kleinstadtphänomen. Dadurch, dass es in der Kleinstadt einfach nicht so viele Möglichkeiten gibt wie in der Großstadt, wird mehr von der Schule aufgefangen. Weil bei mir war es so, in Frankfurt, es gab die NGs, die Neigungsgruppen. Da gab es drei Stück, es war Tischtennis, Fechten. Klar, geil. Und was war das dritte? Basketball. Und bei Basketball habe ich dann tatsächlich mitgemacht. Fechten habe ich einmal ausprobiert, fand es ultra lame. Und was war das andere? Tischtennis, ja gut, da gab es halt einen Tischtennisverein, in dem ich als Kind war. Da brauchte ich nicht in der Schule mit irgendwelchen Gonzos da rumspielen. Ja. Und ansonsten Theater, AG und Malen und Kochen und Spanisch und Französisch. Was weiß ich, das gab es alles nicht. Ja. Das gab es alles. Ich kann mir das auch rückblickend gar nicht mehr erklären, warum ich da so motiviert war, ehrlich gesagt. Und ich habe dann auch so ein, wo man dann als älterer Schüler jüngere Schüler unterrichten kann. Da hat man sogar Geld bekommen. Das ist natürlich geil. Aber so irgendwie so Schüler lernen Schüler, wo du dann so Englisch-Leute unterrichtest. Aber es war ganz merkwürdig. Rückblickend kann ich mir das nicht erklären, weil ich habe auch wahnsinnig viel World of Warcraft gezockt. Und das war eigentlich mein Hauptalltag. Aber trotzdem habe ich nebenbei noch so viele Sachen. Ich weiß nicht, ob ich dadurch aus dem Unterricht rauskommen wollte oder irgendwie andere Sachen machen wollte. Wie viel Geld hat man damit verdient? Also, hast du mehr als wirklich so 10 Mark. Mehr als Drogendealer oder so, wäre natürlich geil. Nee. Und dass ich dann dass man sich so die Schüler hinterher schiebt. Das war ein Engländer auf jeden Fall. Ja. Wochenende, ich habe noch Donnerstag frei. Dann kann ich noch einen Spanier mit nachnehmen. Ach Gott, ey, ja, ich glaube. Das Lustige war, das könnte man, glaube ich, gut in der Serie darstellen. Ich habe dann da irgendwie in der 10. Klasse, habe ich dann 5-Klässler unterrichtet. Und da war halt in der letzten Reihe rechts hinten ein dickerer Junge, der die ganze Zeit lustig sein wollte. Mhm. Und du stehst da vorne und bist Lehrer und denkst dir halt, ja, dich kenne ich, mein Lieber. Dich kenne ich gut, aber du bist fucking nervig. Ja, genau. Du trittst dir halt selbst gegenüber und denkst dir halt, ich kann nichts machen gegen dich. Ja. Ich kann nichts machen. Ja. Ich meine, als Schüler
also als Lehrer, Schülerlehrer, auch nicht die Autorität, du kannst dir dem keine schlechte Note geben. Aber du hast keine Chance. Du kannst natürlich sagen, halt die Klappe. Irgendwann sagst du halt die Klappe Fettsack, irgendwann so, dann wird's ja unangenehm. Aber das finde ich ja mega interessant, den Gedanken, dieses sich selber den, also wenn man den kleinen Donny oder den kleinen Eddie oder den kleinen Florentin sieht, ne? Da, ich habe natürlich auch schon ein paar Mal kleine Donnies gesehen und genau, wie du gerade sagst, da reagiere ich mit sehr, sehr wenig Empathie. Also wirklich so im Sinne von, eigentlich müsste man ja denken so, ich nehme dir jetzt den Arm und sag ihm, pass auf, Donny, du sehnst dich eigentlich nur nach Liebe, du versuchst da ein Loch zu füllen, das ist dir noch nicht klar. Du willst Aufmerksamkeit, weil du irgendwann früh Liebe mit Aufmerksamkeit verwechselt hast. Irgendwas ist da einmal schiefgelaufen und deswegen machst du das. Glaub mir, nee, jetzt schieb's nicht auf. Ich habe immer gerne gesagt früher so, nee, ich bin halt so. Immer so ein Quatsch. Ja. Nee, du bist nicht nur so, du bist nicht einfach so, sondern so. Und man will, eigentlich müsste ich ihn an den Arm nehmen und alles sagen und sagen, es wird gut. Wenn du jetzt früher anfängst, wird's früher gut. Sag mal. Ja, aber ich meine, aber macht man nicht, man ist dann eher so, du bist ein Arschloch. Ja, und warum ist auch wirklich immer so, wenn ich in irgendeiner Hotellobby bin oder so, und da ist so eine Gruppe Kinder. Ich gucke immer in die Gruppe und denke, wo bin ich? Aber das ist das Krasse, wenn du eigene Kinder hast und wirklich 1:1 Verhaltensweisen, die wahrscheinlich auch genetisch einfach weitergegeben werden. Und mein Großer kommt jetzt in das Alter, wo ich mich selber auch natürlich dran erinnern kann, wie ich war. Ja? Also man erinnert sich ja nicht mehr an seinen 1, 2, 3, aber an 6-jährige Erlebnisse erinnert man sich schon. Und dann kommt er langsam in so Erfahrungsbereiche rein, wo ich sage, ja, okay, ich weiß, wie ich damals reagiert. Und dann erkennst du so gewisse Verhaltensmuster, erkennst du 100% wieder. Mhm. Auch wenn ich ihm was verbiete oder so, wie sauer er dann ist, dann kann ich diese Wut im Prinzip 1:1 nachempfinden, weil ich noch weiß, wie es war, als mir der Fernseher ausgemacht wurde und ich sauer bin oder so. Ja. Und dann weißt du aber auch, ja, ey, wie dumm das alles ist. Und manchmal muss man sich echt wieder auf dieses Niveau runterjerken und sozusagen, ja, ich spreche jetzt mit dir, obwohl das ist so alles überflüssig, weil in einer Stunde hast du es eh vergessen. Mhm. Aber das ist halt echt faszinierend, dass man irgendwie, man kann es nicht abkürzen. Es gibt keine Abkürzung für Dummheit oder für Erfahrung. Genau, man muss halt diese Fehler machen und dann durchgehen. Ich glaube, wenn man auch wenn es sehr, sehr pathetisch und so ein bisschen kitschig klingt, aber es ist halt einfach so. Also wär ich jetzt zum Beispiel nicht so gewesen und so lange auch irgendwie ADS-mäßig oder wie man es auch nennen will, irgendwie so ein bisschen frech gewesen und so, wäre ich, glaube ich, ja auch nicht der Mensch, der ich heute bin, mit dem ich eigentlich jetzt recht zufrieden bin, so, ne? Aber there is no shortcut to life. Yes. Das machen wir uns schön auf dem Kissen. So, es gibt auch keine Abkürzung um die Werbung rum. Ja, ist ganz gut, oder? Ach, ja, ja. Wow. Und deshalb machen wir kurz Werbung, dann geht's hier gleich in die Verlängerung. Sag was! Ich habe mich so auf deine Anmoderation gefreut. Ja, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Almost Daily, Folge 12. Glaubst du, wir würden anders reden, wenn wir nackt wären? Auf hundertprozentig. Ja? Hundertprozentig. Muss man ausprobieren. Also, ich habe noch nie, weißt du was? Ich glaube, ich habe noch nie nackt mit jemand geredet, außer es war jetzt irgendwie eine sexuelle Geschichte bei mir im Bett oder sowas oder wo auch immer. Nee, also in der Sauna rede ich nicht mit Leuten. Nach dem Sport unter der Dusche. Oh, stimmt. Das ist eines der Erlebnisse, die ich noch nie hatte. Ja. Das ist aber eigentlich ziemlich, ich liebe das sogar ein bisschen. Wenn wir immer Weihnachtskick haben, dann nehmen wir schön Bier mit in die Dusche und dann. Ich kann nur sagen, das Augen geradeaus, mein Freund. Mit Basketballern nicht unbedingt erstrebenswert. Warum? Aber glaubst du, die alle sehr groß sind? Weil du alle auf der Höhe von dem Penis bist oder was die ganze Zeit. Die so, hey, was geht bei euch, Leute? Und du hast auch als einziger ein Bier dabei. Nein, aber das ist auch so eine Sache, vor der ich früher mich auch geschämt habe und dann aber irgendwie das einfach gemacht habe, einfach da so ins kalte Wasser gesprungen bin. Und das ist halt echt unangenehm. Ja. Am Anfang. Aber dann, da das einfach für alle so selbstverständlich ist, weil die da alle nackt durch die Kabine durchpimmeln, ist es eigentlich eher weird, wenn du es nicht machst. Also du wirst quasi zu dieser. Der Heimscheißer. Genau. Du wirst eigentlich automatisch dazu erzogen, das halt auch so. Aber das finde ich echt schade. Das ist eine Erfahrung, die ich, glaube ich, gern gemacht hätte, rückblickend. Die habe ich nie gemacht und ich glaube, die fehlt mir so. Ich bin nicht so komfortabel. Was mit Sauna? Nee, gar nicht. Nie. Ich auch nicht. Nie. Aber ich glaube, es ist bei Sportvereinen so, hatte ich nie groß. Irgendwie, beziehungsweise dann nicht mehr ab dem Alter, wo man duscht, irgendwie dann mit 12 Karatekurs oder irgendwie sowas. Aber hat man in der Schach-AK nicht geduscht oder so? Danach, ja, nee. aber das glaube ich, das hätte ich noch rückblickend gern mitgenommen, auch wenn es mir damals schwer gefallen wäre. Mhm. Aber zu spät. Das ist eine Erfahrung, die hat man nicht. Dann komm doch einfach mal mit zum Basketball. Ich stell dich dann kurz vor und sag, da ist mein Kumpel Florentin. Arbeitskollegen. Der kann kein Basketball spielen, aber der wollte unbedingt mal mit euch nackt sein. Der wollte unbedingt einfach mal danach mit duschen. Ja.
Ja, das ist, aber das ist schwer, weil ihr habt jetzt so einen Erfahrungsvorsprung, den, wo ich dann irgendwie ein doppelter Outsider bin. Ja, bei Arbeitskollegen ist nochmal eine andere Nummer. Das kann dich dann auch irgendwie später im Leben erst treffen. Das ja, bei Arbeitskollegen ist es schwierig. Ich habe keinen Bock mit Arbeitskollegen. Nee, ich auch nicht. Duschen zu also das ist auch eine Sache, finde ich auch schwierig. Aber beim Basketball ist es halt echt so, das sind Leute, die auch überhaupt nicht. Also da ist keine Connection zu meiner Arbeit so, das ist irgendwie so eine ganz eigene Welt für sich, zumal die meisten auch älter sind, das heißt, ich falle dann auch nicht so negativ auf, aber wenn jetzt hier mit irgendwelchen 20-jährigen Praktikanten, der Autoritätsverlust ist einfach zu hoch. Weißt du, was mir mal passiert ist tatsächlich? Ich habe, glaube ich, so im ersten Jahr Rocket Beans noch, ich bin McFit und so gegangen, dann habe ich da auch geduscht, ne? Ja. So, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich berühmt bin oder so, aber mittlerweile ist ja so, manchmal wird man erkannt und vor eigentlich meistens von Rocket Beans Zuschauern, weil das halt die größte Reichweite ist, so, die ich so mit den Sachen, die ich mache, habe. Und da ist ihr anscheinend was passiert. Da war ich wirklich duschen im McFit und dann sagt er, ey, Donny? Ja. Und ich so, nicht jetzt, Alter. Ich war auch mal eine sehr kurze. Du stehst ja nackt da mit deinen Flipflop-Dingern da und dann. Ich Selfie machen oder was? Ich hatte auch mal eine sehr kurze McFit-Phase, aber ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt, weil ich mir dachte, hier ist sicher keiner, der mich kennt. Weil die Leute, die das anschauen, was ich mache, die gehen nicht ins McFit. Aber anscheinend doch. Ja. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, wenn es einen Film gibt oder so, wo ein Schauspieler halt irgendwie nackt sein muss? Ja. Und da habe ich schon oft mit Gedanken drüber verschwendet, wenn es dann heißt, so, ja, okay, du hast eine Nacktszene und du bist ja dann nicht nur diese Szene, das ist das eine, lass es zum Beispiel eine Sexszene sein. Die ganze Zeit nackt. Sondern du bist am Set und da sind halt einfach auch mal so viele Leute, die dann das sehen und da irgendwie dann gleichzeitig aber noch so in sich ruhen zu sein, dass du halt die Rolle spielen kannst und nicht irgendwie die Angst in deinem Gesicht zu erkennen ist. Der Klassiker so am Essenbuffet oder so, einfach so einen Kaffee und dann kannst du halt nackt sein, ne? Und wie hat dir die Szene gefallen? Das ist schon, also gerade hier Game of Thrones oder so, wo die dann so selbstbewusst irgendwie nackt einmal durchs Bild laufen oder so, wo ich mir denke, aber lernt man sowas nicht, machen, so, das ist auch so Theaterquatsch, du das auch, oder? Dass man das so lernt, so dieses alte kommt die Rolle? Ablegen. Du kannst eigentlich nicht Nein sagen, weil als ernsthafter Schauspieler musst du das machen. Ich würde wirklich es als Herausforderung machen. Ich hätte halt eher dann so Angst dann irgendwie so Erektion und sowas. Das wäre eher meiner. Das habe ich dass du halt, nein, das kann ich aber nachvollziehen. Stell dir vor, du hast eine Sexszene mit so einer ultra heißen Schauspielerin und ihr knutscht da richtig rum und keine Ahnung, egal, ich weiß nicht, was machst du denn da? Ich meine, du bist da ja nicht immer so ich glaube, wir sind ja keine 14 mehr. Also ich glaube, ja, du kannst es einfach ausschalten. Ich finde es ganz interessant. Früher war es immer so, also wie so eine Schaubildkurve. Früher hatte man Angst davor, einen Ständer zu bekommen, unkontrolliert. Ja. Heutzutage ist eher so Angst davor, unkontrolliert keinen Ständer zu bekommen. Ja, okay, in gewissen Situationen. Aber jetzt mal stell dir vor, du bist da, Anne Hathaway. Ich weiß, was du meinst. Und die liegt nackt auf dir und ihr knutscht rum. Ich weiß nicht, ob du. Schön mit dem. Sehr gutes Timing. Ob man das dann da so steuert. Ja, ich glaube, ich kann das krass trennen. Und zumal, wenn du musst ja dann auch noch spielen, dass du es geil findest. Die Szene ist ja eine Sexszene. Das heißt, du sollst die Sexszene auch genießen. Ja, und nicht. Ja, aber du kannst ja nicht. 2 mal 2 ist 4. 4 mal 4 ist 16. Das ist. Dein Gesicht soll ja ausdrücken, dass du ich würde an Dark Souls denken oder sowas. Und dann, ja, aber dann sieht man ja auch an, dass du an Dark Souls denkst. Nein, und dann das sagt kann der Regisseur. Hast du schon mal eine Kussszene gehabt? Wollte ich dich gerade noch fragen. Das habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht. Nee, in einem Theaterstück hatte ich einmal eine Kussszene. Aber dann ist ja wirklich, muss man ja nicht wirklich ins Detail gehen. Das ist ja von weit weg nur zu erkennbar. Ja. Aber so richtig mit Zunge oder so noch nie, ne? Nee, das nicht. Ich habe mal in so einem Film mitgespielt, der komplett improvisiert war. Ja. Wo ich dann auch dachte, so, da kann jetzt alles passieren. Macht man dann vorher sowas aus und sagt, nee, so weit. Das habe ich mich nicht genau gefragt. Oder so, das hab ich wir haben uns genau doch schon mal gefragt. Ja, gut, aber das war. Mit Zunge. Das war. Aber was in. Ja. Das war privat. Ah, ja, das aber war schon. Ich glaube, also wirklich, um das immer ernsthaft zu beantworten, weil du das jetzt so gefragt hast, so. Also ich kann nur für mich sagen, ich hatte damit ganz sicher kein Problem, weil ich das sehr trennen kann, Kopf. Doch, ich bin auch jemand, so, wenn ich irgendwie sexuell aktiv bin mit jemandem, dann muss ich schon sehr mich fallen lassen können und sowas. Und dann, da habe ich schon eher Probleme, sozusagen den Kopf auszuschalten. So ist mir schon oft aufgefallen. Und deswegen mache ich mir da kein, ich bin so ein Kontrollfreak. Deswegen kann ich auch kein Ecstasy nehmen und so. Ich bin dann immer wirklich immer. Warte mal, das klingt jetzt wie so eine. Aber das Leute, die das haben, das ist Kontroll. Nee, so. Ja, wirklich. Ich kann sowas nicht nehmen. Ich kann halt nichts, keine so oder Sachen machen, auch vielleicht, weiß ich nicht, wo man halt die Kontrolle verliert, sozusagen. Und deswegen, ich habe sehr gerne die Kontrolle über meinen Gedanken, über meinen Kopf und sowas. Das kann einem dann in solchen Situationen natürlich hinderlich sein, dass man halt irgendwie sich nicht gehen lassen kann und sich darauf einlassen kann auf so einen Moment und einfach, dass man abschaltet. Aber andererseits hilft es einem auch, finde ich. Meistens halt so ein bisschen so.
Ist halt so ein Ding. Also weißt du nicht, wie ich es meine? Ja, ich kann, also von der Erzählung jetzt her, aber ich tick da halt komplett anders. Also ich kann zum Beispiel, weiß ich nicht, also die Frage, die sich mir stellt, ist bei so einer Set-Situation, also wenn es jetzt, nicht, dass sich die Frage überhaupt stellt, aber wenn es wirklich mal so wäre, was überwiegt? Ist es dann eben diese erotische Anziehungskraft, die zum Beispiel von der Partnerin in dieser Szene ausgeht, oder die Drucksituation, in der du dich gerade befindest, die quasi der Erektion entgegenwirkt. Sozusagen. Ich glaube, Pornodarsteller sind nicht umsonst, nicht unbedingt gibt es so mega viele auf der Welt. Das ist schon, glaube ich, eine Gabe oder ein Können, was du können musst. Da vor Leuten in einem sehr unsexuellen Setting sozusagen, zwischen Takes oder so, keine Ahnung, und da stehen und dann deine Erektion. Um ganz ehrlich zu sein, ich bewundere Pornodarsteller eher dafür, für die Stellen, in denen sie keine Erektion haben. Weil teilweise wirklich dann irgendwie am Anfang, keine Ahnung, so die ersten 30 Sekunden des Blowjobs oder so. Und dann denke ich mir, wow, das ist. Also bei mir ist es tatsächlich genau andersrum. Welche Straße haben wir hier genommen? Es wird unangenehm. Jetzt wird es interessant. Hier keine Erektion. Also ich meine, erstens mal, alle Pornodarsteller, die nehmen ja halt alle Viagra. Ist doch klar. Gut, nein, Rocco Siffredi nicht, hat er immer gesagt, bis zum Ende. Ja, auch wenn er es sagt, dann glaube ich. Nee, bis zum Ende hat er gesagt so. I never did it. Ja, aber du. Hast du seine Doku nicht gesehen? Nee. Aber dann ist es doch noch viel schwerer. Aber ich kenne seine Filmauswahl. Ja, natürlich. Rocco, bester Mann. Aber ist doch dann, gerade wenn du Viagra genommen hast, noch viel schwieriger, keine Erektion zu bekommen. Ja, aber da glaube ich halt, wenn da irgendwie 16 Stunden am Stück an dir rumgejerkt wird, dass du dann echt irgendwann einfach, das ist einfach ein Muskel, der dann irgendwann einfach sagt, Leute, ey, ich freue jetzt mal, ey, Leute, ganz ehrlich, ich brauche erstmal hier Pause. Das sagt nie das ein Bizeps Pause, Leute. Sagt, macht klar, der Muskel einfach auch mal zu irgendwann. Ja. Peniskrampf. Aber hattest du. Kommt man dann eigentlich auch hin wie beim Fußball und macht so. Aber, also, ich meine, jetzt wird es natürlich ein bisschen intim, aber hattet ihr das noch nie, dass ihr mal so. Ja, so, okay, dann reden wir nicht. Warte, mach halt, aber ich weiß hattet ihr noch nie, sag ich mal, Sex oder eine sexuelle Erfahrung, wo ihr mehr oder weniger nicht so richtig Bock hattet und dann irgendwie gedacht habt, irgendwie so, ja, das könnte jetzt auch noch, weiß ich nicht, 5 Stunden so weitergehen, aber. Ach so, doch, jedes Wochenende. So. Das ist doch eher, also da ist eher das andere, die bei mir die Ausnahme. Ist das nicht, aber ich bin ja auch Single und hab vielleicht ein anderes Life irgendwie, du bist ja schon lang verheiratet und so. Nein, ich meine nur, dass du einfach irgendwie, dass du so denkst, so, ja, nee, ey. Nö, aber dann, wenn ihr erwachsener Mann wird, sage ich jetzt wirklich komplett pragmatisch beantwortet und komplett trocken. Ich finde, je erwachsener es wird, desto mehr ist man in der Lage, einfach sowas anzusprechen. Und dann sage ich das einfach. Und dann gut, das ist ja. Tut mir leid. Ja, klar, aber das ist ja was anderes. Aber ich glaube, ich komme in den nächsten paar Stunden nicht. Das ist, glaube ich, nicht geil. Jetzt lass uns einfach lieber Netflix gucken oder so. Weißt du? Oder war das? Was guckt man dann? Ja, irgendwas. Was macht man dann an? Friends oder so. Ohne Scheiß. Ich glaube, Friends ist die Number One After Sex Serie. Ja, oder irgendwie so Züge, die in den Tunnel fahren oder sowas. Irgendwie so ein Programm, wo einfach so. So Raketen ab. Oder so eine Doku über so Bohrmaschinen oder sowas. Irgendwas, was. So, ja, ich denke. Ja. Schwierig. Schwierig. Das ist auch das ganze Repertoire an Beispielen, das mir mein Kopf gegeben hat gerade, ne? Also alles quasi von nackter Kanone. Bohrmasch, was hätte man noch für eins? Zug, der haben wir schon gehabt. So Bienen, die so in den Stock fliegen. Ja. Ich denke eher ins Kleine eigentlich. Genau. Also du denkst an Raketen. Süß, genau. Genau, süß. Bohrloch, Züge. Ein Faden, der eingefädelt. Ja, aber gut, da sind wir jetzt. Bei uns war es ja klar, wir reden ja einfach, bei uns ist ja so, ist ein Gesprächsbaum bei uns beiden, bei uns dreien. Und dann jetzt haben wir die Abzweigung genommen. Ich denke halt so, dass nachdem Halle Berry sich CGI hat. Nackt machen lassen. Wobei, aber nicht bitte. Boah, weil ich. Nee, du verwechselst das. Nicht, das. Bei Passwort Swordfish? Weil da sieht die so geil aus. Nee, du meinst. Nee, nicht, ich meine nicht. Halle Berry meinst du? Ich weiß, wie du meinst. Nicht Halle Berry. Ich weiß, wie du meinst. Wir beide wissen, wen ich meine. Aber es gab eine, die hat dann halt im Bikini geduscht und durch CGI wurde sie halt nackt gemacht. Ja. Und jetzt denke ich mir halt, dass jeder, der halt eine Nacktszene macht, denkt so: Kann ich die Halle Berry-Karte ziehen? So, kann ich das auch machen? Und dann vor allem so als Mann, wenn du dann so, ja, mach mal nur. Arschdubels und so ist ja völlig normal. Also es gibt ja auch in dem hier. Ja, hab ich sehr lange gearbeitet. Oder Körperteil-Dubel oder so. Es gibt doch, das ist doch dieser Witz ja auch bei diesem Weihnachtsfilm, wie heißt der nochmal da, mit den
Ich liebe dich. Wie heißt der mit Keira Knightley und so? Hier die Actually Love. Da ist natürlich doch auch diese Komparsen, diese Lichtdinger. Ja, der Hobbit da irgendwie. Ja. So, und das gibt's halt da auch so. Ich glaube, okay, das war jetzt bis Licht, aber es gibt doch auch so, ist doch schon lange so ein Running Gag aus der, oder so ein ja, Körperdoubles auf jeden Fall. Jennifer Aniston zum Beispiel in diesem, wo sie diese Stripperin spielt, anscheinend irgendwie nicht wirklich ihr Körper ist und so, was mir auch scheißegal ist, aber ich finde es halt, also die Option gibt es glaube ich schon. Ich glaube, je größer der Hollywood-Star ist, desto mehr kannst du halt sowas sagen. Die Frage ist, bei Männern, können die sich dann so ein Dödel aussuchen aus so einem Katalog? Ich glaube schon, da gibt es dann so eine spezielle Agentur. Wie beim Friseur, die dann sagen, so ein Buch. Also ihnen würde das passen? Ja, vor allem, du musst dann halt einen buchen für alle weitere Rollen, weil du, das kann ja nicht dann sich ändern. Dann so, Moment mal. Da kommt so eine Art Sommelier mit so einem Buch, dann klappt das auf und sagst, also Johnny Cock ist sehr beliebt. Das ist also der hat schon Brad Pitt. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen das übertrieben. Brad Pitt, ja, das passt nicht zu Ihnen? Das ist, na, Idris Elba, no way. Nee. Obwohl, eigentlich würde man doch eher einen kleineren nehmen. Damit man wie, warum? Damit man dann überraschen kann. Weil du willst ja nicht in die andere Richtung. Dann willst du natürlich den Danny DeVito haben. Den haben wir hier auf der Karte ganz hinten. Alles unbekannte Namen für Danny DeVito. Genau, ein bisschen Geld dazu verdienen, ja. Das ist wie bei EA, wo du so dafür zahlen musst. Ja, genau. Du musst erst freispielen. Du kriegst eine Lootbox und dann ist eine Lootbox, kriegst einen Satz in Danny DeVito. Rocco, das nimmt mir doch keiner ab. Ich habe 10 Roccos auf der Bank. Ja. Wir haben eine gute Spielidee jetzt gerade geliefert. So. Aber ich habe eh schon mal, ich meine, mittlerweile ist ja so, CGI ist schon so gut, ne? Und in, weiß ich nicht, in 10, 20 Jahren kannst du wirklich nicht mehr CGI. Gibt es dann überhaupt noch Schauspieler? Genau, und da ist die Frage, kannst du dann nicht einfach eine Lizenz kaufen? Also Brad Pitt zum Beispiel verkauft einfach eine Lizenz von sich und die kostet dann irgendwie 5 Millionen und er muss nichts machen. Ah. Und dann können sie aber einen Film mit Brad Pitt drin, der sitzt währenddessen auf den Cayman-Inseln und muss nicht mehr selber mitspielen. Das ist einfach nur die Lizenz. Hast du das schon mal irgendwo mit Hab ich schon mal bei einem Almost Daily erzählt. Das ist genial. Ich bin gerade richtig baff. Ja, aber ich glaube, das könnte so von Rick and Morty sein für so irgendwie so eine Vorstellung der Zukunft. Die haben ja auch diese Köpfe irgendwie und so. Ja, ich glaube, das ist ja so ähnlich, dass die einfach dann, aber eben nicht wie in den Science Fiction oft mit so Genmaterial, und das Geile sondern ist, wirklich nur die Rechte an dem. Das gibt es ja jetzt schon. Ich meine, du hast ja diese Hologramm-Bands, irgendwie Tupac-Hologramm oder Beatles-Hologramm. Das geht ja alles schon in die Richtung, dass du einfach ein Live-Aid machst, wo einfach Queen nochmal auftritt mit Freddie Mercury als Hologramm. Danach kommen die Beatles. Aber würdest du dahin gehen, Michael ist eine andere Jackson. Frage. Null. Ich würde nie auf ein das kommt drauf Hologramm an, wenn das Hologramm so krass ist. Aber ist es halt nichts, weißt du halt, ne? Ja, noch. Aber also in 100 Jahren? Keine Ahnung. Und dann können die sich auch noch verschiedene Epochen raus. Du kannst hier den 1970 Brad Pitt, für die Szene bräuchte ich einen 2003er George Clooney. Das wird doch alles kommen. Das ist alles vor allem so. Dann fängt es an, dass irgendwann Brad Pitt stirbt und die Leute sagen, nee, lass uns das mal nicht der Öffentlichkeit mitteilen. Oh. Und lass uns weiter seine Hologramme benutzen. Und du denkst, du siehst Brad Pitt mit einer E-Gitarre aber dabei ist er schon lange tot. Ja, und du denkst dir, zu einer Hologrammshow würde ich nie gehen, aber zu Brad Pitt-Show gehe ich schon. Ja, ist ein bisschen wie digitale Organspende fast schon. So, die sterben, aber es gibt trotzdem noch 100 Jahre lang weiter Brad Pitt-Filme. Das ist eigentlich eine gute Buchidee, die du gerade gehabt hast. Einfach, dass es das schon gerade schon gibt seit Jahren. Das ja, stimmt. Viele unserer Stars sind schon längst tot. Welcher Star wäre am ehesten Hologramm und nicht real? Elton John. Elton John? Ja, der ist doch nicht mehr. Komm, jetzt mal ehrlich. Jetzt reicht's doch. Bei den ganzen Musiker-Koks-Partys irgendwie jedes Wochenende da. Du kannst ja mal bei so einem Konzert auf die Bühne rennen und dann so durch den Kopf gehen. Genau. Und auch Charlie Sheen, der raucht so. Ich wollte es nur zeigen. Ich finde, Charlie Sheen ist auch so einer, so generell so Leute, die so ein bewegtes Drogen- und Sexleben gehabt haben, wo du dir denkst, okay, allein aus Vorbildssicht wäre es nicht gut, dass die noch leben. Weil was ist das für eine Message, die wir an junge Leute denken? Irgendwie Koks und Nutten sind geil. Ozzy Osbourne, bestes Beispiel. Ja, Ozzy Osbourne. Ja, klar, der hat wilde Jahre. Aber Osbourne ist wenigstens ein gebrochener Mann, der läuft irgendwie so, hat einen Sprachfehler. Aber Charlie Sheen ist so, hey, ganz ehrlich, es ist schon ein geiles Leben, was ich hier führe. Aber der hat AIDS. Ja, aber es gibt keine Quittung dafür. Ja, AIDS, haben wir die 90er oder so, scheißegal. AIDS, hier ist eine Pille. AIDS, scheißegal. Ja, ist so. Ja. AIDS interessiert keinen Schwein mehr. Ist nicht ganz so einfach, aber gut. Ja, naja, es ist, glaube ich, schon relativ easy zu heilen. Ja, also ich habe eher gehört, dass es, naja, okay, das ist erstmal, glaube ich, tatsächlich Quatsch, aber, und B, ist es, glaube ich, tatsächlich eben wegen dieser Denke, gerade, soweit ich das gelesen habe, so in letzter Zeit eher wieder zu einem Problem wird das tatsächlich gerade, weil die Leute, deswegen haben die ja diese Kampagne auch wieder gestartet für Kondome und so, die Leute. Also das sollte man schon dazu sagen. Ja, ja, das ist immer ein Kreislauf, ne? Man denkt, AIDS ist nicht mehr schlimm und dann hören alle wegen Magic Johnson halt und sowas. Hat sich auch South Park und so, ich check das schon, man kann das sich auch ein bisschen so super lustig machen, weil es ja gefühlt so ist, dass ja nur die Reichen sich das leisten können, AIDS
sozusagen zu bekämpfen, aber ich will es auch nicht so vertiefen, aber ich finde, man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, AIDS, scheißegal, ich glaube. Ey, also könnte ich die ganze Zeit hier Scherze machen und dann mache ich einen und dann kommst du plötzlich, das kann man jetzt aber nicht sagen, das ja, geht zu weit. Und dann stehe ich hier plötzlich als der Typ, der sagt, ach komm, Kinder, AIDS, fickt mal alle schön ohne Gummi. Mann. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Hast also, du ja nicht gesagt. Naja, wie auch immer. Wie sind wir jetzt auf AIDS gekommen? Weiß ich nicht, Charlie. Dass wir nicht mal eine nackte Almost Daily-Folge machen wollen. Das war der Ursprung. Ich meine, aber das würde keiner machen. Wir zeigen nur den Kopf. Aber wir sind nackt. Einfach, was ein anderes Gespräch. Körpergefühl. Aber ich glaube, das ist eher, weil man selber nackt ist oder weil man die anderen nackt sieht. Boah, das kommt halt, das multipliziert sich, glaube ich, gegenseitig. Ich habe sowas von keinen Bock, euch nackt zu sehen. Nee, auch nicht. Nee, ihr auch nicht. Wen würdest du denn? Oh, das ist natürlich schwierig. Wen würde ich gerne mal nackt sehen? Das kann ja auch. Können wir jetzt hier nicht machen. Schwierig. Das ist ein ganz dünnes Eis. Okay, Arno. Aber den habe ich ja schon. Das meinte, wie ich hier an den Job gekommen bin. Ich weiß nicht. Aber ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, diese ganze Nacktgeschichte, ne? Das ist ja, ja. Am Ende des Tages kommt ja, der Common Sense kommt ja rein und man denkt sich ja so, eigentlich, also weißt du, dieser ESO-Gedanke kommt ja dann durch, so eigentlich sollte uns das ja nicht so wichtig sein. Wir sind ja alle nackt geboren. Ich mein, früher und waren meine Eltern am FKK-Strand. Ja? Ja, das habe ich ja gehasst. Das war wirklich mal für eine Phase, sind meine Eltern wirklich an den FKK-Strand gefahren mit Freunden. Ja. Also da war dann die befreundete Familie mit ihren Kindern und wir und alle waren nackt. Und du dann aber auch. Oder wie jetzt? Ja. Ich habe das ja richtig gehasst. Also, da war ich halt ein Kind. Dann war es halt eh egal. Den Kindern ist es ja egal. Mir war es schon als Kind unangenehm. Ich habe das erst gelernt, als ich so im Fußballverein gespielt habe und so. Mit dem Duschen und so. Da habe ich das dann abgelegt, so, dass es okay ist. So. Ich finde halt FKK, es ist auch echt so ein Trend, der völlig an mir vorbeigeht. Aber verliert man denn nicht auch eine erotische Komponente, dieses sich zeigen, sich ausziehen, dieses Exhibitionistische, wenn man eh ständig nackt ist? Also man verliert ja auch den Reiz dann dafür. Ja, finde ich schon. Von daher finde ich, warum nicht das ja, die erogenen Stellen oder die erotischen Stellen des Körpers werden so banalisiert irgendwie. Es wird alles so als, ja, das stammt so aus so einer Zeit, so wo die Leute auch dann Schniedelwutz und so gesagt haben, weißt du, wo du schon so sagst, weiß ich nicht, also wenn du dein Geschlechtsorgan so nennst, dann kannst du da eigentlich nicht mehr viel mit anfangen, oder? Also das ist nicht unbedingt sexy, nee. Also ich würde auch eher Leuten abraten, das zu sagen bei einem Tinder-Date oder sowas. Magst du mal meinen Schniedelwutz in die Hand nehmen? Hat einen prächtigen Schniedel. Was sollte man stattdessen sagen? Schwanz. Okay. Halt. Glied. Oder ein Schniedelwutzpick. Wie sagt man in der Schule? Glied, ne? Schniedelpick. Penis, glaube ich. Einfach. Penis oder Glied? Glied, glaube ich. Glied ist, ist so ein komisches Wort, weil das ist so ein Mittelding. Und das ist einerseits schon biologisch, aber so ein bisschen Glied. Oder ist Glied Bravo-Sprech? Ich mag einsilbige Wörter nicht. Das hat sowas eh. Alle einsilbigen Wörter? Ich mag einsilbige Wörter nicht. Nur mal ein anderes Beispiel. Zack. Wow. Was? Bo. Bo? Was soll das denn Bo sein? Bo. Brot. Ich mag Po zum Aber du magst sehr gerne Brot. Ich mag zum Beispiel das Wort Po nicht. Ich finde es so. Gut. Po. Po ist ein Fluss in Italien auch, ne? Ja. Yep. Ja. Du dachtest, wir spielen heute Standardfluss. Hast schon mal ein bisschen vorgelesen. Versuch das jetzt zu droppen. Ja, das fand man halt früher lustig, sowas, ne? Wo wir wieder beim Thema Schulzeit sind. Ne? Das ist ja. Du magst einsilbige Wörter nicht. Klo. Ich mag auch das Wort Klo nicht. Ich glaube, ich mag so diese ganzen Fäkalsachen nicht. Ich habe ja vor lang nicht verstanden, warum man Eau de Toilette sagt. Also ich dachte wirklich, das heißt ja Toilettenwasser. Jetzt mal wirklich, das klingt jetzt wie so ein Gag, aber ich habe das wirklich gedacht. Und warum heißt es denn? Warum heißt es denn? Ja, weiß ich nicht. Naja, weil Toilette ist ja nicht nur, sag ich mal, das Geschäft verrichten, sondern generell der Akt des sich selbst Pflegens. Und damit ist die Toilette. Man könnte schon, also, du sagst ja zum Beispiel, wenn eine Katze sich leckt, dann ist es auch ihre Toilette. Dann ja, findest du nicht, dass es Wörter gibt, die eine gesündere, eine bessere Assoziation wecken zu einem guten Duft als Toilette? Naja, gut, das kommt ja aus Frankreich, da hat es ja dann vielleicht eine andere Konnotation. Sprechen sie auch anders aus. Eau de Toilette. Eau de Toilette. Und nicht mehr Toilette. Eau de Toilette. Eau de Toilette. Tu aimes bien dans la Toilette. Ne, wo ist denn ihre Toilette? Das klingt schon viel besser. Ich mag, wie du das das Ende ist super. Wo ist denn ihre Toilette? Ja, es klingt viel besser. Alles klingt besser auf Französisch. Aber die müssen doch auch noch ein anderes Wort haben für Tor. Aber was ist denn, was ist das Negativbeispiel dafür? Alles klingt besser auf Französisch, aber alles klingt scheiße auf Arabisch. Aggressiv. Gut, das war das Almost Daily. So. Für alle Kommentare. Halacha machalach. Aber ich glaube, viele Leute sagen das über Deutsch.
Ich werde immer meiner Deutsch ja auch stark in Blocken. Ich werde meiner Familie immer gedisst, also so mit diesem, weil ich muss. Man schämt sich auch immer für Deutsch. Aber ich will es ja immer verteidigen, weil für mich, ich höre das ja auch quasi als Native English Spieler, wie sich das anhört, Deutsch, und es hört sich nicht so an, wie die das immer nachmachen. Es wird immer noch so eine Schippe drauf gesagt, I can do come, I can liken. Immer so redet doch eigentlich keiner. Und gut, dann aber so hört es Schnitt halt zu, wo ich Schröcks Laptop um. Nein, Scheiße. Und dann immer so, okay, ja, vielleicht ist ein bisschen was dran. Aber wie lernt man denn akzentfrei Englisch sprechen? Wie kann man das lernen? Also zum Beispiel, ich behaupte, dass ich quasi flüssig Englisch sprechen kann, ja. Aber ich kann, wenn ich versuche, akzentfrei zu sprechen, dann klingt es wie aufgesetzt amerikanisch oder so. Ja, yeah, where are you going? Gib mir doch mal einen Beispielsatz. Sag mir mal den Satz, I like to go to the park. I like to go to the park. Das ist eigentlich relativ hochenglisch mit einem deutschen Akzent. Ja, aber wie kriege ich diesen deutschen Akzent raus? Wo kommt der her? Wo hast du den gehört? I like to go to the park. Wo ist das? Beim ist Go höre ich es raus. I like to go. Das ist go. So immer komischerweise so ein Go. Das braucht man gar nicht. Das Ei ist auch sehr deutsch. Ei. Ei. Zu hart. Ei. Ei. Das ist zu hart. Ei. I like this. Sag du mal, wie würdest du es sprechen? Ei. Ei. Aber das ist schon wieder ein irisches drin, ein bisschen bei mir. Es ist nicht zu hart. I like to go to. Nee, sag ich es schon falsch. Es ist eigentlich eher ein AI. Ei. Ja, es ist weicher. Ja. Und bei den Cambridge-Kassetten, like früher Englischunterricht, hättest du wahrscheinlich so vorgesprochen. I like to go to the park. I like to go to the park. To the park. To the park. TH again, one more time. To the park. Yes, that was perfect. Thank you. And now all this handsome. I like to. Maybe you could take over. I'd like to go to the park. Very well done. Oh, thank you, my dear. Very good. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man sich vielleicht verschiedene englische Dialekte versucht anzutreten. Also ich glaube, das also ja, immer das, so den Streets Akzent. Yeah. I like to go to the park. Yeah. Wo die Hälfte des Wortes verschluckt wird. Yeah. I like to go to the park. Es klingt so, als ob man gerade Zahnarzt ist gerade. Man spricht die Konsonanten einfach nicht aus. Also anstatt Bottle sagt man dann Bo-O. Bo-O. Ist einfach nur Bo-O. Also ist einfach. Okay, Anfangskonsonant natürlich, Bottle. Aber dann. Was heißt Bottle of Water? Water? Bottle of Water. 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 Einfach die ganzen Konsonanten weg. Aber was ist das? Wo spricht man so? Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Hackney-mäßig. Oder weiß ich auch nicht. Also es ist halt. Bottle of Water. 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 And two bears. Two bears. Two big Chobe. Aber kannst du so richtig American English? Nee, das kann ich leider nicht. Ich weiß auch nicht. Aber ich konnte es mal, als ich in Amerika war, konnte ich es kurz. Und dann aber auch nur diesen so. I don't like the way you say that, man. I like the way you come on here. You all that shit. Amerikanisch ist ja schwer zu sagen. Ja, genau. Ja ganz deswegen bei mir ist so ein schöner New Yorker. What's up? What's up? Cup of coffee. What's up? What's up? A cup of coffee. A cup of coffee. A cup of coffee. A cup of coffee. Brooklyn. Yeah. A cup of Boston. A cup of coffee. I'm from Boston. We get off the bus. Das habe ich in New York versucht und ich konnte nur zwei Wörter. Ich konnte nur coffee und off. Weil ihr gesagt habt, off. To get off the bus. Und die haben dieses or. Ja. Dieses or. To get off the bus. To get off. Aber man betont es halt über, wenn du es versuchst. Das ist New Yorker? Coffee. Ja, das ist halt so ein Marker, dass du halt so. Ja. Cup of coffee. Off. Also bei Bernie Sanders zum Beispiel hat man das ganz stark. Cup of coffee. Da gibt es halt von Fort and Wired diesen Dialektcoach, der das immer, das ist das Beste. Ich liebe diese Videos wie kaum was anderes. Drei Teile, glaube ich, mittlerweile. Ja. Schaut mal, bei Wired Dialect Coach, Brian Singer heißt der. Unglaublich interessant. Ja, aber nicht der. Was macht der denn? Brian Singer, der Brian Singer. Nein. Aber was war ganz kurz? Der kritisiert Schauspieler dabei, wie sie ihren Dialekt aussprechen. Aber er ist selber einer, der ihn beibringt. Er ist selber Dialektcoach. Ah, okay. Und er sagt dann, der macht das gut und das schlecht und so. Mhm. Und es ist großartig. Ist richtig gut. Gibt's auf YouTube? Gibt's auf YouTube bei Wired, Dialekt Coach Brian Singer. Bei Wired. Wired. Das ist ein Diphthong, wenn man ein denselben Buchstaben in zwei. Wire. London wäre dann natürlich. Where? Australia? Australia, mate. Jedes Mal. Keine Ahnung. Australia, mate. Ich gucke Leute, wir machen jetzt ganz kurz Werbung. 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 Smash. Werbung.
Ey. Hallo. Weißt du, dass ich mal für mal Werbung gemacht habe? Nee. Ja. Für Peter? Ja. Echt? Wie Werbung? Zeig ich dir. Ich habe mal für die Tierschutzorganisation PETA und dann, Werbung gemacht. Ach echt? Und dann so, ich trage keinen Pelz. Mein Name ist Ja, mit nacktem Oberkörper tatsächlich. Wirklich? Ja. What? Was? In welcher, wann, wie alt warst du da? Das war bei Giga. Das mit war halt so ein Oberkörper. Gibt's da das Foto noch irgendwo? Aber das war dann so ein Ding, wo du kein Geld kriegst, weil das dann für einen guten Zweck ist oder so? Ich hab das Bild hier. Oh, wir blenden es jetzt ein. Oh. Warte, ich schick's dir. Für alle Leute, die gerade per Podcast zuhören, ich werde das gleich. Flunte, ich mache eine kleine Audiodeskription. Wie mache ich das denn hier? Ich muss gerade mal checken, wie ich das hier. Aber das war so anti-Pelz-mäßig, oder was? Ja, halt. Wer trägt denn Pelz? Also die Leute, die Pelz tragen, die erreicht man doch mit solchen Sachen gar nicht. Das sind doch irgendwelche russischen Oligarchen, die alles scheiße. Oder in Monaco oder so, ja. Nee, da ist ja heiß. In Monaco trägt man keinen Pelz. Die schwitzen dann. Aber da Kitzbühel. Liebe Regie, ich habe euch das Bild mal, den Link zum Bild geschickt. Vielleicht könnt ihr damit irgendwie Monaco so, so Reichen treffen und dann einfach mega der Schweiß auf der Stirn einfach so. Aber trotzdem halt, weil man halt Pelz tragen muss. Ich sag euch jetzt mal was. Aber diese PETA-Sache, das war damals, das haben so BCD-Promis in Deutschland haben sich so für PETA ausgezogen. Und es war einfach so eine Kampagne, wo gesagt wurde, okay, damit kommt dein Gesicht irgendwie, wird plakatiert in Deutschland. Ja. Und deshalb haben es alle gemacht. Mhm. Ja. Und ich weiß, damals hatte ich einen Manager und der hat gesagt, ja, mach da mal mit. Ja. Ja. Übrigens, und bereust du es oder war es für dich ein guter Schritt nach vorne? Ja, klar, also es hat mir halt meine Karriere gegeben. Hier, aber war ganz kurz, apropos überall plakatiert in Deutschland. Ich glaube, dir habe ich es noch nicht erzählt. Ich habe es schon mal in einem Aus Daily oder so erzählt. Es ist ganz witzig, es ist so ein Fun Fact über mich. Noch nicht, ich habe euch einen Link in den Regie-Slack. Ja, wir kriegen gleich den Link, nochmal ganz kurz, um diese Zeit zu überbrücken. Habe ich euch schon mal diese Story erzählt mit diesem Technik? Dass ich dieser Technik sein sollte, ne? Echt? Du solltest der Technik sein. Ja, das ist kein Witz. Ich habe da mitgemacht beim Casting. Ach krass. Weil das ist so gekommen, dass ich die Produktionsfirma, die das Casting gemacht hat, das war so über Markenfilm, das ist so ein Regisseur-Portfolio-Ding, so eine große Produktionsfirma in Deutschland. Und da kenne ich halt einen der Regisseure so. Und der war da beim Pitch involviert bei der ganzen Sache. Und damals war das so ganz geheim und so, weil das die Agentur gewechselt hat und sowas, Mediamarkt. Aber mittlerweile kann ich, glaube ich, drüber reden, hoffe ich. Und dann, genau, und hat Benny, mein Kumpel, dann gesagt, der Regisseur, so, ja, ich würde dich da gerne mal so vorschlagen. Also ohne, dass du zum großen Casting kommst, sondern so ein bisschen so einen Bonus kriegst. Also, ja, weil ich glaube, das könntest du ganz gut. Und dann bin ich da hingegangen, habe das gemacht, bevor das große Casting überhaupt begonnen hat. Und dann rufen die mich 2 Wochen später an und sagen mir so, wir würden es gerne mit dir machen, dann würden wir uns ja auch das Casting jetzt sparen. Dann würdest du das jetzt, dann wärst du jetzt quasi das Testimonial für ganz Deutschland. Ach du Scheiße. Saturn oder Mediamarkt? Ich weiß nicht mehr, ich glaube Mediamarkt. So, und dann musste ich diese Entscheidung fällen. Überleg mal, da war ich Freelancer, bin gerade am Anfang von meinem Studio und dann wird dir irgendwie ein 5-stelliger Betrag auf den Tisch gelegt und gesagt, du wirst in ganz Deutschland 5-stellig? Nur? Ja. Nur eben. Ich bin ja No-Name, genau. Es war ja also so gesehen. Aber 5-stellig ist 10.000? Ab 10.000, ja. Aber ich meine im Endeffekt, in dem Alter und in der Lebenssituation, darauf will ich ja hinaus. Natürlich war das ein nicht gutes Angebot für, da kriegst du ja, der Typ, der es gemacht hat, bestimmt viel mehr, weil er ein Schauspieler ist, so, den man auch so kennt und so. Aber ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich weiß noch genau diesen Tag, wo ich diese Entscheidung fällen musste. Das war die schwierigste Entscheidung ever. Entweder halt wirklich Geld und von einem Tag auf den anderen deutschlandweit Fame. Also sozusagen, die hätten auch nichts geändert, so. Ich hätte halt in jedem Spot wurde das ja geballert, überall diese großen Wände und so. Boah, ich bin so froh, dass ich nicht gemacht habe. Dein ganzes Leben hörst du dir das an, du bist der Technik. Aber da hängt ja noch viel dann noch mit dran, oder? Wenn das dann verlängert wird. Geldmäßig auf jeden Fall. Du hast dann erstmal ausgesorgt für eine ganze Weile. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat auch irgendwie Werbegesicht für irgendwas so und er hatte so einen Vertrag für 2 Jahre oder nach halt nicht mehr. Ja. Und der kann aber immer, also nach diesen 2 Jahren, die sind jetzt abgelaufen und dann jetzt, sagen wir mal, das ist Schlecker und dann geht er zu Schlecker und da liegt noch ein Flyer rum mit seinem Gesicht drauf, obwohl der Vertrag abgelaufen ist. Dann fotografiert er diesen Flyer, schickt an Schlecker eine E-Mail, ich habe hier noch was gefunden und kriegt nochmal 5.000 überwiesen. Ja. Echt? Und bevor er klagt, bei Klage wird, genau. Würde er ihn merken. Dann würde ich einfach 10-fach ausdrucken. Und ja, genau. Ich meine, aber vielleicht könnte er es machen, aber der fährt halt immer, wenn er in der Stadt ist, guckt er in den Schlecker oder halt, was das halt ist, und guckt dann, ob er noch irgendwo sein Gesicht findet. Irgendwie halt so ein Pappaufsteller, der halt noch irgendwie hinter so einem Regal vorguckt und klick. Und dann kriegt ihr Regie, habt ihr mittlerweile was? Oh ja, das wird mich interessieren. Ready. Bild ist ready? Okay, wir sehen es jetzt. Oh! Wow, shit! Ich seh's gar nicht. Oh, der Tiger! Eddie, der Tiger! Nein! Der Simon da links. Simon! Oh, wie ihr euch da regelt. Wer ist denn Ist das Janine Michaelsen? Nee, das ist Alexandra Polzin.
Die war damals Moderatorin bei Giga Games. Alter. Game over für Tierversuche. Ja, was natürlich. Guter Zweck. Das ist aber Peter 2.de. Das ist nicht die Original-Peter. Das ist der Peter. Warte mal, sehe ich das richtig? Das ist eine Autogramm. Also da habt ihr auch drunter unterschrieben, was? Ja, keine Ahnung. Das ist im Internet. Offensichtlich hat mir das einer dann hingehalten. Geil. Sehr schöner Einblick. Und hat's geklappt? Gibt's heute noch Tierversuche? Nee. Ja. So, Massentierhaltung erfolgreich abgeschafft, ja. Darüber schreibt natürlich wieder keiner. Ja, wenn ich blöden Witz mache, ja, der böse Eddie. Aber über meine Peter-Karriere, dass ich mich geweigert habe, Pelz zu tragen, damals. Aber interessant, dass diese gesamte Gaming-Industrie damals anscheinend noch mehr von Werbeleuten beachtet wurde als jetzt, oder? Weil ich meine, heute, wenn du eine große Peter-Kampagne startest, denkt niemand daran, jetzt Gronkh zu machen und dann so. Oder? Also ich meine, damals, wenn du sagst Game Over, so diese 90er. Ja, aber hast du diese McDonald's-Karte mitbekommen bei Tanzverbot, diesem YouTuber? Ja, der unendlich lange jetzt. Ja, aber das finde ich auch schon wieder lustig, weil das ja genau das aufnimmt, was du gerade sagst. Also ist jetzt nicht Gaming-Content, ne? Ja. Also sagen wir mal so YouTube und sowas oder Internetmenschen sozusagen, dass ja so ein großer, dass er eben so ein großer Konzern, wenn sonst eben sowas nicht macht, wie du gerade schon sagst, nicht Interesse hat, aber so, ja, du darfst aber eine einen Filiale umsonst fressen, dein ganzes Leben lang. Weißt du, so, weil das ist ja was, wenn du ist ja nichts anderes. Ich glaube, weil, das liegt auch ein bisschen daran, dass es damals ja keine Alternative gab. Also damals waren wir im Fernsehen, da war im NBC und dann wurdest du halt zu diesem Kollektiv dazugezählt. Es gab nicht noch eine Subkultur im Internet oder so. Das stimmt, ja. Und jetzt gibt es halt einfach, jetzt sagen sich die Leute, ja, warum soll, Gronkh hat 3 Millionen Fans, was sollen wir da jetzt noch irgendwie vielleicht oder, ja, keine Ahnung, 5 Millionen Fans, ich will hier hin, Gronkh, sorry. Also das ist einfach mittlerweile, das ist ja die gleiche Frage, warum tauchen so wenig YouTuber in irgendwelchen Late-Night-Shows auf oder so. Wollen die ja immer sagen, die wollen ja alle ins Fernsehen. Sie wollen alle ins Fernsehen, ja. Die Late-Night-Shows wollen alle irgendwie auch das junge Publikum nicht verlieren. Trotzdem, ja, siehst du, bei Böhmermann waren wir, glaube ich, die einzigen. Gronkh war, glaube ich, auch mal da. Genau, also, einschwören war Dagi B ab und zu schon. Dagi B, ja, also als selbstironisches Ding, aber ja, ja, als ernsthafter. Und ich rede ja noch nicht mal von Let's Playern. Da war auch kein News-Time. Ja. Bei Late-Night Berlin Mark sind Forster immer die gleichen. Fettes Brot, ja. Fantastischen Vier, Sascha, Bosshaus. Ja. Die da kommt einfach kein einziger, nicht mal die Großen, nicht mal so ein LeFloid oder so. Ich glaube einfach, weil deren Zielgruppe einfach zu jung ist. Und die meisten Leute, die nicht kennen oder halt mit ihm, das ist so ein YouTuber. Und das hat halt noch so einen schlechten Anstrich irgendwie. Ja, es hat einen schlechten Anstrich. Und ich glaube, deren Zielgruppe, die hört doch kein Neo-Magazin oder wird das auch überhaupt nicht verstehen, so wenn da jetzt diese ganzen, also ist auch so ein Klischee, dass sie alle 12-, 13-jährige Zuschauer haben, aber ich glaube, in der Masse ist da schon was dran, aber es ist vielleicht einfach so die Beschreibung der Zielgruppe nicht. Ich finde, der Paradigmenwechsel ist schon mittlerweile, der zeichnet sich schon ab, weil zum Beispiel das Wort YouTuber allein ist überhaupt gar nicht mehr so negativ konnotiert, finde ich, wie vor 5 Jahren. Es ist ja auch ein total dummer Begriff, aber ist YouTuber, abgesehen davon, was heißt denn überhaupt YouTuber? Eben, das ist ja schon mal, also das will ich jetzt unterscheiden. Halt so unterschiedliche Sachen und alle haben sofort gedacht, ja, Sammy Simani oder hey Leute, was geht ab und so, und das war halt negativ. Und ich glaube, das Gleiche passiert in ein paar Jahren auch mit dem Begriff Influencer, der gerade auch extrem negativ konnotiert, alle fast schon eine Beschimpfung, so, du bist halt ein Influencer und so. Aber immer mehr merke ich so, dass die Leute dann auch sagen, so mit eher so Selbstbewusstsein, ich bin Influencer, oder ist auch bewusst Agenturen sagen, wir suchen Influencer und so, das ist gar nicht mehr nur so. Es ist halt einfach die Werbeform der heutigen Zeit. Genau, aber du kannst dich halt nicht mehr hinstellen und so tun, als ob du für ein Produkt wirbst und das nicht in irgendeiner Form authentisch rüberbringen. Die Zeiten sind vorbei. Du musst heutzutage, Werbung muss einigermaßen authentisch sein, zumindest für eine gewisse Zielgruppe, und das wird dann einfach Influencer genannt. Dabei ist es einfach nur das Gleiche, was Prominente seit Jahrzehnten gemacht haben, nämlich sich hingestellt haben und Werbung gemacht haben. Tommy Gottschalk mit Goldbären zum Beispiel. Ja, wie gesagt, das ist ja nicht so. Der hat übrigens auch so eine Goldcard. Habe ich in dem Video gesehen, ja. Aber jetzt nochmal zurück, warum. Aber wie geil muss aber das ist das sein? Denn geil? Aber checkt wirklich jeder McDonald's-Mitarbeiter, was diese goldene Karte ist? Wie viele davon gibt es in Deutschland? Er hat irgendwie gesagt, er kam von dem Meeting so. Ich finde ihn ja tatsächlich recht sympathisch und eigentlich auch unterhaltsam. Tanzverbot. Ich finde das eigentlich ganz. Ich finde irgendwie. Ich kenne den gar nicht. So, ich kenne das auch nicht, ein paar Videos gesehen, aber ich finde den einfach, der wirkt irgendwie ganz cool. Der nennt sich Tanzverbot. Ja, Doppelpiece. Egal, ist auch egal jetzt, pass auf. Aber der das wohl dann so erzählt, wie das Meeting war, und aus dritter Hand Erzählungen sozusagen, dass es wohl nicht so viele Leute kriegen und eher so die großen A-Promis und sowas. Anscheinend hat K1 eine. Und ich auch dachte, warum hat, der ist doch so fitnessmäßig und also so. Also es gibt, Moment, dass ich das richtig verstehe, es gibt eine goldene McDonald's-Karte, mit der kannst du in jeder Filiale umsonst. Er hat eine für nur eine Filiale. Da steht dann hinten die Adresse drauf und so, und dann kannst du da in eine. Kann doch nicht mehr wegziehen eigentlich. Ja. Oder liefern sie auch? Aber ich muss dazu sagen, ich hatte einmal für ein Jahr so eine Karte für Hardrock-Café. Aber für drei bestimmte Filialen. Also was heißt, das ist natürlich auch geil gewesen. Aber wie oft war ich da?
Auch nicht mal. So. Irgendwann hast du auch keinen Bock mehr. Nee, aber weil es einfach. Also, das ist ja jetzt auch unangenehm. Also, ich sag dir den Grund, es war einfach unangenehm, das damit zu bezahlen. Weil ich hab's dann einmal gemacht, war total aufgeregt, dachte mir so, oh geil, ich kann jetzt wirklich zum Hardrock-Café gehen, einfach umsonst essen. Und hab dann auch extra irgendwie nicht so super viel bestellt, so ganz normal einfach bestellt, irgendwie ein Bierchen dazu. Und dann das Bezahlen war halt so von unangenehm, war da nichts hin. Und dann kommt natürlich irgendeine Bedienung. Genau, und so, die weiß ja nicht, was es ist. Das habe ich noch nie gesehen. Und so, ich muss mal nachfragen. Und dann geht die zum Manager und dann sitzt man die ganze Zeit da und klappt das jetzt und so. Und das ist so socially awkward. Ja, ja. Und ich hasse ja solche, oder ich gerade immer solche, dann denke ich mir so, nee, das. Aber kannst du ja nicht zu McDonald's gehen und sagen, hier eine Runde für mich geht auf alle? Stimmt! Also ich zahle hier für alle. Und also K1. Ja, du hast fast Florentin. Ich meine, K1. So direkt schon die. Oder ist es dann limitiert? Du kannst sagen, ja, ich hätte jetzt bitte 20 Big Macs und dann gibst du jedem dicken Kind noch einen Big Mac. Wie willst du denn kontrollieren? Du sagst, du mitnehmen und dann sagst du, wir treffen uns alle gleich draußen. Ja. Bestellst du einfach und dann verteilst du die draußen. Kannst du ja gar nicht verhindern. Aber ich meine, stell dir mal vor, mein erster Gedanke war daran, so eine Karte für immer bei McDonald's, ne? Auch in der einen Filiale. Wenn alles schief läuft, selbst irgendwie mit dem YouTube nicht mehr läuft oder man irgendwie auf der Straße landet, ja, kannst du jeden Tag essen. Ja. Und du wohnst da einfach. Ja, du wohnst da einfach im McDonald's. Ey, wenn der 24 Stunden offen hat. Absolut. Mega geil. Da hast du ja auch einen Toilettenbereich. Ja. Dusche? Dusche. Ja, weiß ich nicht. Bei McDonald's. Ich glaube, wenn du wirklich eine McFit-Mitgliedskarte hast und die McDonald's-Goldcard, bist du durch. Bei McFit kannst du duschen. Vielleicht sollte es einfach so eine Mac. Du pendelst immer zwischen den beiden und du lebst halt da. Wenn es eine Mac-Goldcard gibt. Oh ja. Die geht für alles, was Mac ist. Was gibt's noch? Mac, stimmt. McFit, McDonald's. McDöner habe ich gesehen. Okay, warte mal. McDöner. Vielleicht abschließend, was wäre eure Lieblingskarte von? Wenn du eine Karte auswählst für alles, für irgendein Unternehmen oder sowas, wo du so eine Karte halt hast und sagst, kann ich immer umsonst kriegen. Geht so. Auch sowas wie eine Supermarktkette. Das ist ein bisschen gemein. Wieso nicht? Ja, vielleicht hat man so ein Maximum. Da kriege ich ja dann 20.000 andere Produkte. 100 Euro pro Tag, sagen wir Maximum. Ja, würde ich Supermarkt nehmen. Ist vielleicht geiler, ne? Jeden Tag. Da sparst du. Aber so, weiß nicht, wo ist es denn noch cool? Amazon? Ey, da würde ich den Käse. Amazon-Karte? Ohne Scheiß, da würde ich den Käse an der Käsetheke bestellen und nicht den fertig angepackt. Ja, ja, das machen echt nur die Reichen. Schön salzigen. Ne? Schön in Eppendorf am Edeka an der Käsetheke, wo ich gar nicht hintraust, weil die schon komisch angucken. Die sagen, das können sie sich doch. Warte, den Gruyère können sie sich doch gar nicht leisten. Nee, die sagen direkt zu dir, nee, heute keine Free Samples. Ja. Okay, ich gehe. Aber darf man das dann machen, so mal probieren? Ja, habe ich mich auch gefragt. Ja, gibt es eine Altersgrenze dafür? Als Kind, wenn du mit der Mama da immer hinkommst, so, hier, Bärchenwurst, alles klar. Aber mit 35 nicht mehr cool, oder was? Ja, ich hätte gerne ein bisschen Bärchenwurst. Aber kann man fragen, kann ich den mal probieren? Dann geben die dir eine Scheibe und dann gehst du nach Hause. Machen die. Ich hätte wirklich, das ist so weit weg von meiner Lebensrealität. Ja. Ich würde allein nie an die Theke gehen, um mit da jemandem zu reden. Vor allem aber die Vorstellung, dass die dir so eine Wurst reichen, du sagst, boah, nee. Doch, nee, Alter. Nee, gar nicht. Sie, und dann sagt sie, ja, Herr Gardet, wollen Sie was anderes? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt, Gott, nee, eine Scheibe Salami. Gar nicht, aber sagen Sie mal die andere danach. Und das halt drei, vier Mal machen. Ja. Aber locker immer mal. Und, oh, nee, gar nicht. Stimmt, du brauchst gar keine McDonald's-Karte. Du brauchst nur durchprobieren. Ja. Durch jeden Edeka. Haben Sie noch ein bisschen was zum Käse wegen dem Mund runterspülen? Lass uns mal eine Sendung machen, wo wir lass uns mal ein Format machen, wo wir einen Monat leben, ohne Geld auszugeben. Nein. Und es nur durchschnorren. Nee? Na gut, dann nicht. Das war. Max, wie du manchmal so Ideen rausballerst, aber auch genauso schnell wieder so. Ja, nee, das ja nee, alles klar, okay. Nee, ja, aber bei Everything Fights machst du es nie. Da muss ich mir dann eine halbe Stunde Argumentation anhören, warum irgendwie ein offensichtlicher Kackschokoriegel geiler ist als ein Schocknot. Aber gut. Das sitzt echt aber auch tief, dieser Stachel. Dieser ey, du, ich krieg ohne Scheiß, ich krieg fast täglich von coolen Leuten da draußen auf Twitter. Was hat denn damals die Chocknot Army? Was hat denn gewonnen? Der Kinderriegel von Nils. Der Kinderriegel. Lächerlich. Was hattest du nochmal? KitKat. Ja, ist richtig. KitKat, bist du bescheuert? Hallo, KitKat, bist du? Egal. Ja. Das ist aber hey, Everything Fights, bald wieder. Datum steht noch nicht fest, aber so, Leute, das war's mit Almost Daily. Ich habe mich sehr gefreut hier. Florentin. Machst du in die linke oder die rechte? Du weißt es auch nicht. Du weißt es nicht. Man sieht doch meine Augen nicht. Ist doch scheißegal. Das ist doch 3D. Du musst in die Mitte gucken. Und Donny, das war's. Lasst ein Like da, abonniert den Channel und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Freunde. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily.